Zwei Sachen tun den Menschen weh. Oder um es besser zu formulieren, zwei Sachen zerstören uns. Alle. Die erste Sache ist, vergessen zu werden. Ich glaube, jeder, der mal vergessen wird, ersetzbar ist, ersetzt wird, vergessen wird, ignoriert wird. Ich glaube, wir können alle bestätigen, dass dieses Gefühl einen sehr, sehr weit zurückwirft im Leben. Und die zweite Sache ist, mit der Vergangenheit nicht abschließen zu können. Und diese zwei Angelegenheiten zusammen werden dich auf jeden Fall zerstören. Das muss dir bewusst sein. Wenn du mit der Vergangenheit nicht abschließen kannst, aufgrund, weil du gebrochen bist, weil du verletzt worden bist, ersetzt worden bist, das wird dich zerstören. Und so merken wir, wie wir auf dieser Dunja keinen Halt mehr finden, oder? Ich hoffe wirklich, die Menschen, die Jüngeren, werden dieses Gefühl niemals so wirklich miterleben. Aber es ist leider ein Gefühl, was Allah auf dieser Dunja gelassen hat und fast eigentlich jeder durchmachen muss. Und wenn man das durchgemacht hat, durchmacht oder durchmachen wird, weil es ist ja nicht nur einmal, so merken wir alle, dass wir irgendwie, der Boden unter den Füßen wird weggezogen, man hat keinen Halt mehr, obwohl wir nur über das Zwischenmenschliche reden. Wie ist es wohl, wenn der Schöpfer dich vergisst? Vorsicht! Wir haben gesagt, es tut weh und es schmerzt, wenn uns ein Mensch vergisst und ersetzt. Was ist, wenn der Schöpfer Allah dich vergisst und dich ersetzt? Allah erwähnt das im Koran. Sie vergessen Allah und Allah vergisst sie. Oder die andere Ayah. Sie haben Allah vergessen und Allah lässt sie sich selbst vergessen. Und noch schlimmer ist, dieser Schmerz verschwindet ja nicht und die Beziehung zu den Menschen ändert sich nicht, wenn wir nicht ein neues Kapitel aufschlagen und immer in der Vergangenheit leben. Es fällt uns schwer, neue Kontakte zu knüpfen. Es fällt uns schwer, das Leben weiterzuleben. Was ist es oder wie ist es, wenn wir endlich nicht unsere Sünden zumachen können, dieses Kapitel abschließen können, die Vergangenheit hinter uns lassen können und ein neues Leben mit Allah beginnen können? Was ist dann? Soll ich sagen was? Das. Unglücklich auf dieser Dunja. Wallah, ich habe alles. Ich habe eine gute Frau, ich habe gesunde Kinder, mir geht es finanziell gut, ich habe gute Freunde, viele Freunde, ich habe gutes Essen auf dem Tisch, ich habe keine Schulden, ich habe ein warmes Bett, mir geht es gut, ich habe alles, was wir Menschen als weltlich, als gut betrachten. Aber aufgrund, weil ich meine Beziehung mit Allah nicht pflege, und ich immer wieder weitermache und diese Kapitel nicht abschließe und immer wieder in der Vergangenheit lebe und immer wieder von neu und immer wieder von neu und immer wieder von neu, habe ich immer wieder das Gefühl, Allah lehnt mich ab, Allah hat mich vergessen, Allah will mich nicht. Und so lebe ich ein unglückliches Leben. Ich fühle mich nicht glücklich in diesem Leben, subhanallah. Obwohl man mir gesagt hat, Abdelhamid, wenn du ein schönes Auto fährst, wird alles gut sein. So habe ich mir ein gutes Auto, ein schönes Auto besorgt. Hat nur kurz gehalten. Abdelhamid, wenn du schönen Urlaub hast, schöne Klamotten hast, eine schöne Uhr hast, dir wird es gut gehen. Ich habe mich darum gekümmert. Und manchmal sogar den Weg der Sünde eingeschlagen. Weil man mir gesagt hat, es wird dir gut gehen. Ich habe es gemacht. Es war eine Lüge, es war nur ganz kurz. Mir geht es immer noch nicht gut. Das ist, weil wir einfach diese zwei Sachen endlich abschließen müssen. Das, was du ab heute warst, zählt nicht mehr. Du musst abschließen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, erneuert immer wieder eure Religion. In dem Moment, wenn du sagst, ich bezeuge, an la ilaha illallah, es gibt keinen Anbetungswürdigen für diese Schöpfung, außer Allah selbst. Wa ashhadu, und ich bezeuge, Muhammad, abduhu wa rasuluhu, ist der Diener und der Gesandte Allahs. Und somit der letzte Bote, Khatamun Nabi und der Koran ist die letzte Brücke zu Jannah, erst dann wird es dir gut gehen. Und erst dann wirst du das Gefühl los, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich von dir entfernt hat. Wisst ihr, der Unterschied ist, was einmal zerbrochen war, kann man nicht wieder zusammentun, zusammenkleben. Das merken wir alle. Wir hatten alle mal menschliche Beziehungen, wo man mit einem Menschen sehr, sehr gut war und es ist zerbrochen. Und wenn man denn mit diesem Menschen zusammenkommt, ist es nicht mehr so, wie es war, richtig? Also ist es nicht bei Allah dasselbe? Nein. Nein. Allah macht uns das klar. Allah subhanahu wa ta'ala lässt uns eine Geschichte hören, eine bekannte Geschichte für uns, dass ein Mann war mal gut mit Allah und war perfekt mit Allah und über die Jahre hinweg ist er kaputt gegangen mit Allah und seine Sünden und er hatte graue Haare bekommen und wurde alt in der Sünde und er hat sich gesehen und hat angefangen zu weinen und als er das gesehen hat und anfing zu weinen, hebt er seine Hände und sagte, ja Allah, nimmst du mich zurück? Das heißt, ich war mal gut mit dir, jetzt ist es kaputt, wenn ich das wieder zusammen mache, wirst du mich annehmen? Was sagt Allah?
Allah subhanahu wa ta'ala ließ sprechen: Mein Diener, als du mit uns warst, waren wir mit dir. Und als du gehen wolltest, haben wir dich gehen lassen. Und jetzt, wo du wieder zurück zu uns kommen willst, so erwarten wir dich mit offenen Armen. So empfangen wir dich mit offenen Armen. Deswegen, mein Bruder, meine Schwester, wenn du endlich glücklich leben willst, schließ ab und fang neu an und sei endlich ein Abdallah, ein Diener Allahs und endlich eine Amatullah, eine Dienerin Allahs. Denn anders wirst du nicht glücklich. Es kann dir jeder erzählen und jedes Mal fällst du darauf rein. Jeder erzählt dir eine neue Lüge und dann erreichst du eine neue Etappe im Leben und die erzählen dir eine neue Lüge und du erreichst es und du merkst Lüge, Lüge, Lüge. Wie oft willst du dich denn noch anlügen lassen? Wie oft willst du dich denn noch betrügen lassen? Das Leben ist so kurz, das Leben ist an dir vorbeigeschwunden. Lügen über Lügen und du hast immer noch kein Glück gefunden im Leben. Das ist, weil dein Glück bei Allah ist. Und das ist keine Lüge, das ist die Wahrheit. Möge Allah uns gut und besser machen. Möge Allah uns die Wege zum Guten frei machen, weit aufmachen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns das Schlechte entfernen, das Schlechte noch nicht mal ansehen oder fühlen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Liebe zu Dunya entfernen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns als, wenn ich sagen würde, als Träger dieses Dienstes, wäre das eine Übertreibung, weil ich einfach ein schwacher Muslim bin. Aber ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er mich zu seinem Kreis, zu den auserwählten Dienern zählt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte dies. Und diese meine Diener, die gehören zu mir und keiner kann ihnen was. Und sie werden für immer glücklich sein. Möge Allah uns für immer glücklich machen. Allahumma amin. Assalamu alaikum.